Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo und wir sind zurück zu einem Let's Talk nach 1,5 Jahren. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ist schon eine Weile her. Aber ich habe mir gedacht, jetzt am Anfang der Ferien muss ich mich nochmal ganz kurz bei euch melden. Hauptsächlich deswegen, weil mein Kanal in die Sommerferien geht und ich in die Sommerferien gehe und deswegen nichts auf den Kanal kommt. Und das ist das Letzte, was ihr sehen werdet für eine lange Zeit. Oder für eine Weile zumindest. Jo, Herrschaften, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist das Schuljahr zu Ende. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich all meine Freunde aus der Schule grüßen, Lehrer, Schüler und sonst wen, die mir halt zuschauen im Normalfall. So viele Leute sind das nicht. Aber sind, lasse ich schön grüßen. Hi. Ein besonderer Gruß geht an die 7b und die 7d, die nächstes Jahr die Maturaklassen sind. Dort sind ein Haufen lustiger Leute. Die Lustigen lasse ich grüßen, nicht die Unlustigen. Die Unlustigen sind fad, die mag ich nicht. Ja. Meine ganzen Maturanten, ebenfalls einen schönen Gruß. Ich hoffe, ihr habt euch in der Zwischenzeit von der Matura erholt und habt lange nasenbohrend in die Luft gestarrt und nichts gemacht. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und vielleicht schaut ihr euch jetzt auch irgendwann mal an, was ihr nach der Schule machen wollt. Viel Glück und viel Spaß. Das zumindest von mir. Jo, was werdet ihr alle in den Ferien machen? Ich hoffe, ihr werdet lernen, lernen, lernen. Alles andere würde mich entsetzen und missmutig stimmen. Keine Ahnung. Ja, diejenigen unter euch, die gerade in der 7. Klasse waren, sollten bitte an ihre VWA schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Auch diejenigen, die mit der 7. Klasse die 8. Klasse wiederholen. Nein, Blödsinn, was heißt wiederholen? Diejenigen, die jetzt nicht ihre VWA abgegeben haben, schreiben bitte jetzt sofort. Also, ich erwarte spätestens Ende Juli die ersten Kapitel von meinen VWA-Schülern. Und die Kinder, die nicht bei mir VWA machen, schreiben bitte ebenfalls ihre ersten Kapitel jetzt. Ja. Nicht, dass ich sie mir anschauen würde, aber ich sag's jetzt mal. Es ist gut für euch. Wie geht's mit meinem Kanal weiter? Ich bin ja jetzt, wie schon gesagt, eine Weile nicht da. Es ist so, mein Computer gibt langsam aber sicher den Geist auf. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass wenn ihr euch anschaut, wie ich Wrath of the Righteous spiele, dass der Computer echt Probleme hat mit so großen Spielen und dass er schon sehr, sehr weit, sehr, sehr lange rumruckelt. Er ist jetzt mittlerweile schon ein älterer Herr. 4 oder 5 Jahre, glaube ich, ist er jetzt schon. Mindestens 4 Jahre. Wenn nicht sogar 5 Jahre oder noch älter, who knows. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich irgendwann nochmal in nächster Zeit ersetzen. Dann können wir auch das Wrath of the Righteous in einer angemessenen Geschwindigkeit wahrscheinlich sehen und spielen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was will ich noch machen? Ja, ich will schon allein deswegen auch einen neuen Computer, weil im Dezember wird hoffentlich Victoria 3 rauskommen. Und das ist eines von den wenigen Spielen, die ich mir möglicherweise wahrscheinlich sicher kaufen werde in dem Moment, wo es rauskommt. Einfach weil Victoria 2 jetzt großartig ist. Ja, aber wie schon gesagt, das kriegt ihr dann alles erst mit im September, weil bis dahin mache ich eine Pause. Also die Ferien werde ich, glaube ich, nicht. Vielleicht irgendwann mal dazwischen, aber ich glaube nicht. Wir werden jetzt Sommerpause machen, auf jeden Fall. Ich habe so viel Müll hochgeladen,
dass ihr euch das alles anschauen könnt, wenn ihr meine beruhigende Stimme am Abend hören wollt, um einschlafen zu können. Es gibt ein paar Sachen, die schaue ich mir ganz gerne an, einfach deshalb, weil ich dann schön einschlafen kann. Mein Kanal wäre sowas. Okay, noch ganz kurz, was mache ich in den Ferien? Warum seht ihr mich nicht? Nun, zunächst einmal werde ich mit dem Nachtzug nach Italien fahren und dort ein paar Tage, Wochen, 10 Tage, die Toskana genießen. Mittlerweile geht das ja mit meinen Kindern, dass sie groß genug sind, dass ich nicht mehr ausschließlich mehr Urlaub machen muss, sondern auch verschiedenstes anderes Zeugs mir anschauen kann und dazwischen einfach nur rumhängen oder im Wald rumliegen oder sonst was. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Wir werden versuchen, möglichst öffentlich alles zu fahren, aber ich nehme an, dass wir uns auch ein Auto ausbauen müssen für einige Zeit. Die restliche Zeit werde ich vor allem damit verbringen, unser Gartenhaus zu reparieren. Dort gibt es so viel zum Reparieren, das ist absolut irre. Absolut irre und fürchterlich. Naja, soll sein. Und ich werde lesen und Brettspiele zu mir nehmen. Bezüglich Lesen, Herrschaften, 2 Lesetipps. Den ersten Lesetipp habe ich schon da, weil das Buch habe ich schon. Naja, falsche Richtung. The Last Day von Andrew Hunter Murray. Großartiges Buch. Also großartig. Recht gut. Eher gut. Lese ich jetzt gerade. Wird bald fertig sein. Soll ich euch was drüber sagen auch? Ja, okay. Darum, die Erde dreht sich nicht mehr. Und wir sind quasi auf einer Seite ist immer Tag, auf einer Seite ist immer Nacht. Also sie dreht sich schon, aber halt quasi mit der Rotation um die Sonne, so wie der Mond um die Erde. Was dazu geführt hat, dass es auf der Erde ein Gebiet gibt, wo kein Leben möglich ist, nämlich dort, wo keine Sonne hinkommt und dort, wo nur Sonne hinkommt. Und einige Gebiete, wo es relativ okay ist, also wo wir Tag haben, aber die Sonne sehr niedrig steht. Das zweite Buch habe ich noch nicht. Ich kann euch aber unten dann in die Beschreibung reinschreiben, den Namen von dem Buch, und zwar Der zweite Kontinent von Alexander Klepper, irgendein Österreicher, muss ich nachschauen. Irgendwo habe ich das noch gerade eben. Na, oder auch nicht. Naja, finde ich jetzt nicht. In die Beschreibung schreibe ich dann den Autor auch. Das habe ich mir jetzt mal bestellt. Ist zurzeit vergriffen ein wenig. Ist ein Alternative History Buch mit Österreich als Kolonialmacht. Ganz lustig. Also weiß ich nicht, ob es ganz lustig ist, aber ich nehme mal an, dass es ganz lustig ist. Jo, das sind meine 2 Bücher und noch 2 Brettspielempfehlungen, beziehungsweise 1 Karten- und 1 Brettspielempfehlung für all jene, die Karten und Brettspiele wollen. Geschafft, yay, Kaffee. Das ist ein Kartenspiel, Kartenlegespiel kann ich extrem empfehlen. Im Hintergrund rennen Kinder rum, finde ich auch gut. Nicht mehr Sarah, glaube ich. Und Living Forest. Und eine Katze. Katze, komm her. Das habe ich vergessen. Das muss ich machen. Kätzchen. Sie dich nicht draußen lassen, die Böse. Ah, nein, nicht renn weg, dumme Katze. Ich wollte die Katze zeigen zum Schluss.
Naja, kann man nichts machen. Huch, wieso ist es plötzlich so dunkel? Egal. Ja, beide Spiele kann ich empfehlen. Die Katze kann ich auch empfehlen, aber ich kann sie nicht herzeigen. Pech für euch. Das war's. Ich wünsche euch schöne Ferien. Ich hoffe, wir sehen uns im September wieder. Und macht keinen Blödsinn. Bis dann.